Siegesbonus, Dolantenbonus, mehrere CPU-Siegebonus, Schlüsselkarrenbonus, Bonus, Bonus, Bonus. Zum Glück sammeln sich unsere TP schnell wieder an, sodass wir relativ bald auch wieder andere Decks bauen können. Selbst wenn ich verliere, werde ich stärker und stärker. Ich wette, du bist neidisch. Halt die Klappe, Kind. Der nervt. Jo, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir beim letzten Mal schon hier draußen gegen die duelliert hatten oder ob ich die geflissentlich übergangen bin. Na, ich bin sie geflissentlich übergangen. Okay. Dann stellen wir uns jetzt wie üblich vor, dass ich zum Save Point gelaufen bin und hart gesaved habe. Stattdessen sparen wir die Zeit. Wird sich vielleicht verlieren? Ja, okay, das ist drin. Was haben wir denn hier für eines? Zartakus! Mit auf jeden Fall weniger Deckrang, aber ich glaube, das macht in diesem Spiel hier sowieso exakt keinen Unterschied, außer dass man mehr Belohnungen von den Gegnern kriegt, die höhere Ränge haben. Das heißt nicht unbedingt, dass die Decks besser oder schlechter sind. Keine Zauberkarten für den Beschwörer, Mönch. Das ist natürlich ungünstig. Könnte ihn natürlich trotzdem einfach so raushauen. Wir können auf den Cyberdrachen spielen. Ich spiele mal den Breaker in der ersten Runde raus. Ticeratops, ja, so ähnlich. So ähnlich, 53. TD. Schauen wir mal, was hat sie denn? Okay, geht schon gut los. Was ist das denn jetzt für ein Deck? Kobolds letzte Rettung? Also jetzt schon Troll. Goblin Dieb. Alles klar, gleich hat sie ihre Hand leer. Mit irgendwelchen schwachsinn Heilkarten oder was. Terraforming. Was terraformt sie sich denn? Mausoleum des Kaisers. Hä? Ja, dann hau mal raus. Wächter Eatos. Falls du keine Monster in deinem Friedhof hast, kannst du diese Karte Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst eine Ausrüstungskarte mit dieser Karte bla 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 bla. Diese Karte erhält bis zur Endphase 500. Dafür, das ist ja ekelhaft. Hätte ich den CT mal in Runde 1 spielen müssen, wa? Ich kann das Ding nicht zwangsevakuieren. Wenn ich das Ding zwangsevakuiere, kommt sofort wieder. Weil es nicht unbedingt super schlecht wäre. Ich zwangsevakuiere erstmal und setze den TT für gleich. Jesus Christ. Ja, das war jetzt so ein bisschen zu erwarten. Keine Zauberfalle gespielt? Okay. Ja, okay, das ist natürlich auch eine Option. Das war hart unorthodox, aber dann beschwören wir mal den Cyberdrachen per Tributbeschwörung. Ich weiß leider auch, dass er ein Gegenfeld für unseren leuchtenden Funken haben wird, aber egal, also wir werden das Viech da erstmal los. Oh wait, ich hab... Okay. Das ist soeben nochmal gut gegangen. Ich meine, das Viech sieht aus wie ein Fohlen und man konnte sich denken, dass es Wind ist, aber ich habe tatsächlich vergessen rückzuchecken, ob das Ding nicht selber Lichtattribut ist. Aber ging nochmal alles gut. Dann setzen wir den CC auf den Notfall, falls sie sich jetzt mit dem Mausoleum irgendwas Fettes holt, was uns übertrumpft. Ja, das war zu erwarten. Feldbarriere. Okay. Hat sie jetzt auch was zum Bezahlen? Nope. Ist für mich? Danke! Das wäre doch nicht nötig gewesen. Mausoleum nur für uns. Wir haben leider nichts zu beschwören momentan. Voll ärgerlich. Ja, dann hauen wir halt mal einen Metallpanzer raus. Nö. Müssen wir jetzt nicht unbedingt wipen, unser Feld. Schon okay. Was ist denn los hier? Warum taucht denn das Schwert heute nicht auf? Ah, du grausamer kleiner Teufel, du. Irgendwann backt hier momentan ein bisschen rum in dem Emulatorspiel. 10 Rare Yu-Gi-Oh! Moments, 11 Cyber Dragon Normal Summon, ja. Zweig der Überlegenheit. Falls du weniger Life Points als dein Gegner hattest, als diese Karte aktiviert wurde, erhältst du 2000 Life Points. Falls du mehr Life Points als dein Gegner hattest, als diese Karte aktiviert wurde, erhältst du 1000 Schaden. Okay, eine Heilkarte. Sure. Und nochmal Zweig der Überlegenheit. Oh Gott, die hat 100 weniger als wir. Ja, es ist aber...
hart sinnvoll. Hui. ich bin beeindruckt. Feierliche Wünsche. Oh Gott, ey. Wo kommen wir denn da hin? Ich setz mal die Saku raus. Oh, ich hab hier auf Select gedrückt. Ich setz mal die Saku raus. Und dann holen wir uns ein W-Flügel-Katapult dazu. Wattenfeld. Let's go, W-Flügel-Katapult. Und Cyberdrache. Glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Grausamer kleiner Teufel, du. Und Z-Metallpanzer. Ich bin bis heute hart enttäuscht, dass die nie Fusion hinterhergeworfen haben für WX, WY, WZ und VX, VY, VZ. Wäre echt nett gewesen, auch wenn damit natürlich das Fusionsdeck komplett voll wäre. Wir benutzen mal das Mausoleum des Kaisers. 2000 ausgegeben für Insektenkönigin! Das beste Stufe 7 Monster im gesamten Spiel! Nicht Insektenkönigin, das ist als der stärkste Monster ganz Duel Monsters. Gibt jetzt auch ABC, okay, spannend. Traut sich aus gutem Grund offenbar nicht anzugreifen. Ist natürlich nervig für uns. Breaker im Friedhof, das bringt uns gerade herzlich wenig. Achso, die Insektenkönige musste tatsächlich ein Tribut beim Angreifen anbieten. Boah, da habe ich ja völlig verdrängt. Jesus Christ, die ist so shitte, die Insektenkönigin. Ja, ist natürlich ärgerlich, aber dann können wir gerade nichts großartig machen. Die sitzt jetzt einfach dumm da und blockt das Feld. Nochmal Mausoleum des Kaisers. Okay. Tena. Okay. Ja. Okay. Ich glaube, der reißende Tribut macht Sinn. Bye bye, Feld. Sora Damin, moin moin, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dich zu sehen. Möret ihr bequem, wie geht's dir heute? Zu diesem doppelten Streamabend. Habe ich den Call mal doch gesetzt, wa? Ja. Aber bringt jetzt gerade nur bedingt viel. Dann Beschwörermännchen wir doch mal. Und aktivieren. Nein, das will ich nicht. Ich will den Effekt von Beschwörermännchen aktivieren. Gut, und selbst kann ich nicht beschweren. Momentan. Eus in Buddha. Ja, ne? So, dann beschwören wir uns den Nebeltalsoldaten. Das müsste eigentlich funktionieren, hoffe ich. Und dann beschwören wir uns Mr. Kolossaler, hau drauf. Synchro, what? Zack, kolossaler Kämpfer und plötzlich haben wir ein dickes Monster auf dem Feld. Tod, bete, ah ja. Ach, du grausamer kleiner Teufel, du, ja, ich bin durstig. Du gewinnst. Siegesbonus, Duellantenbonus, mehrere CPU-Siegebonus, Synchro-Beschwörungsbonus, Kampf für nur Kampfschäden-Bonus, Bonus, Bonus. Boah, hätten wir das auch mal gemacht, oder? Ich kann nicht fassen, dass ich verloren habe, das ist echt erschütternd. Egal. Okay, wenn es egal ist, dann ist ja egal. Da bin ich auf den Knopf gekommen, auf den ich nicht kommen wollte. Wen haben wir hier denn noch Feines? Das ist der Honda! Ja Mensch, ist der Honda nicht aus einer komplett anderen Serie? Was macht der Honda denn hier? Dann duellieren wir uns doch mal mit Toyota. Oh, du willst ein Duell? Exzellent! Genau das, worauf ich gewartet habe. Ja, dann... leg dich mal mit uns an, Fangfrisch. Fischdeck? Fisch?
Duell starten. Stecken geblieben, ne? Oh, gute Anfangshand, kann man sich nicht beschweren. Öffnen wir doch einfach mal mit den beiden Kollegen hier. Wann wir wohl Alex in Yu-Gi-Oh! VR sehen werden? Ja, in der Tat unwahrscheinlich. Ich meine, ich habe mir das Yu-Gi-Oh! VR-Ding, da dieses Fanprojekt, wenn du das meinst, mal angeguckt. Das größte Problem ist halt schon, dass mein Rechner kein VR kann, weil das alles mal auf Windows 10 geupgradet wurde und mein Rechner hat nicht mal Windows 10. Ich müsste es also an einem fremden Rechner machen. Du bist 4. Dann aktivieren wir doch erstmal Mr. Breaker. Und breaken das Ding da hinten weg. Das war jetzt nicht so spannend, was wir da weggebreakt haben. Dann hätte ich hier einen Beschwörermönch. Glaube ich, der Modell Real Size in VR. Ja, wäre sicherlich lustig. So, wir haben. Ach Mist. Ich clever. Okay. Dann was machen wir stattdessen. Ja, das war jetzt nicht komplett durchdacht, was ich hier gerade tue. Machen wir mal stattdessen glänzenden Elfen. Ich wollte mir Nebeltal-Soldat aus dem Deck suchen. Den haben wir auf der Hand. Also, clever. Dann versuche ich halt so mein Glück. Mal gucken, was das ist. Eine Amazone der Meere. Was sind das denn hier für Decks? Ist wirklich ein Fischdeck? Ist wirklich ein Fischdeck, aber Amazone der Meere? What is going on? Wer hat diese NPCs gebaut? Wer hat im dritten Kapitel oder was wir von diesem Spiel sind, NPCs mit Amazone der Meere im Deck gebaut? Bring mir den Verantwortlichen. Apropos Fische. 7-farbiger Fisch. Das Ding hat mindestens 1,8, das ist okay. Kann ich mit leben. Okay, das will ich noch nicht mal blocken. Da hebe ich mir die Falle doch lieber für einen sinnvollen Moment auf, du Eumel. Ja, komm, dann gib mir doch mal Y aus dem Deck. Let's go! Maschinenkombis. Wie ich vielleicht so Feriell angeschaut habe. Alles klar. Wiss mal Bescheid. So, dann gehe ich jetzt aber trotzdem erstmal auf die Fusion. Jo, Spezialbeschwörung. Holen wir uns den kolossalen Kämpfer. Zip, zap. Synchro, what? Kolossaler Kämpfer. So. Und volle Breitseite. Hauen wir nochmal drauf mit unserem kolossalen Kämpfer. Kolossaler Schaden von 1000. Ja, dann hätten wir noch den Y-Drachenkopf, der hier so lustig rumliegt. Und dann hätten wir auch noch den Nebureka, der seinen Token für eine unnütze Karte verschwendet hat. Okay. Endless. So weit, so simpel. Kommt bei diesem Fisch steckt da auch noch irgendwas rum? Oder bleibt es genauso fischig, wie es bisher war? Nämlich nicht sonderlich. Verdeckte Verteidigung. Sure. Ein Zwangsevakuierungsgerät. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns die X-Kopfkanone noch dazu. Wie immer muss ich nachgucken, weil ich immer vergesse, welcher der VWXYZ welchen Effekt hat. Okay. Ja, dann hauen wir da doch einfach mit dem kurzen Kämpfer drauf. Da müsste passen. Es ist ein bärtiger Anglerfisch. Boah. Für die doppelten Opfer. Für die ganz großen Viecher, schätze ich. Da müsste ich Leviathan oder sowas von der Hand beschwören kann. Ist das, der Ding ist doch nicht mal ein Fisch, das ist so ein Seeungeheuer oder was? Passt ja gar nicht in sein Fischsteck. Was gibt's wohl für spannende Fischkombinationen, die man hier schon spielen können könnte?
Ich meine, es gibt ein paar Fischfallen, da weiß ich, aber... Naja, du gewinnst. Da war nicht viel Fisch in diesem Fisch-Deck. Siegesbonus, Soldatenbonus, Duell, Gesamtbonus, keine Zauberfallen, Bonus für nur Kampfschaden, Bonus, 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 Bonus. Marco Tsunami. Ja. Nach einem Jahr Ozean. Fehlt aber der Fischer. Meine Fähigkeiten sind wahrscheinlich unzureichend. Ich muss mein Können nochmal auf Vordermann bringen. Du musst vor allem dein Denkmal editieren, mein Freund. Das geht so nicht. Ich muss dir mitteilen, das ist schon ein bisschen traurig, was du da spielst. Hafen ist geschlossen, kommst nicht weiter. Was ist das? Da liegt etwas auf dem Boden. Casual Magic Drain, das hier einfach so rumliegt. Alles klar. Ist aufgehoben. Irgendwas in der Wracks hier, gerade nicht. Hey, ich wollte noch nicht weiter. Ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwo an den Seiten zu untersuchen ist. Sieht aber nicht danach aus. Okay, weiter geht's. Hier stehen noch massig Leute rum. Ist das hier die Bar vom letzten Mal? Auf dem Schild steht Bootleg in verblichenen Buchstaben. Ja, komm, gehen wir erstmal in die Bar. Ah ja, und mal wieder ein Hardsafe, bevor wir uns hier mit den restlichen Gegnern anlegen. Gespeichert. Bist du ein Duelland? Bootleg's doch ein schickes Örtchen, wenn du mich fragst, mit den ganzen Dekorationen und so. Ja, alles klar. Und wie kann ich dir helfen? Du erledigst Besorgung für den alten Blister, was? Du hast Post für den Wirt weggegeben. Das ist also das Objekt, das er mir versprochen hat, was? Na, nur der alte Blister kommt auf solche Ideen. Und für was ist das hier? Warte einfach eine Weile, ich baue dir etwas, für das sich das Warten lohnt. Grüß Blister von mir und komm bald wieder, hörst du? Okay. In der Zwischenzeit werde ich dir was Tolles bauen. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu Blister zurück, ja? Was ist das hier? Sieht wie eine Jukebox aus. Ist aber keine. Irgendwas, was wir hier in den Seiten untersuchen können. Versteckte Sternchips oder so. Sieht nicht so aus. Boah. Gut, wenn keine Sternchips oder so an der Seite rumliegen, dann duellieren wir uns nochmal mit dem Typen, der hier in der Bar rumsteht. Schauen wir mal, was der für ein lustiges Deck hat. Alles klar, Soradamien. Bis denn. Wir sehen uns. Die Bar weckt böse Erinnerungen an lange, unschöne, stahlige Duelle. Mal gucken, ob wir hier noch neue, unschöne Erinnerungen schmieden werden. Beim letzten Mal gab es ja diese tollen Duellpuzzle. Ich meine, in dem Spiel gab es ja auch eigentlich Duellpuzzle, aber wahrscheinlich können wir die erst in der Zukunft machen. Auf ein gutes Duell, sagt er. Mal schauen, was er denn überhaupt für ein Deck hat. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Gorzi, das ist eine ganz nette Sache. Noch eine Maschinenfabrik, die ist natürlich nicht gut im Kombo mit Gorz. Naja, spielen wir erstmal unseren Kram, bevor wir Gorz benutzen. Let's go, Y-Drachenkopf! Und dann setzen wir mal eine Saku und schauen mal, was da Lustiges liegt. Ach Gott, ernsthaft? Was sind das hier für Decks? Riesensteinsoldat? Was? Was ist denn das? Ich setze jetzt auch mal 20 Evakuierungsgerät für gleich. Und Face. Riesensteinsoldat, ich glaub's ja nicht. Das ist es! Erfahrener dunkler Magier. Okay. Jetzt kommt dein Angriff mit Riesensteinsoldat, das ist doch nett von ihm. Ja, dann kann ich den auch genauso gut in die Sacke laufen lassen und der andere liegt das plötzlich im Angriff. Was ist das für ein Deck, das einen erfahrenen dunklen Magier und einen riesen Steinsoldat hat? Ist das Yugi oder wen besiegen wir da gerade? W und V, das ist eine gute Kombi, dann spielen wir V schon mal aus. Let's go V. Fallenkarte, das ist schon mal nett, dass er den nicht in die Verteidigung umlegen konnte. Und 1700 Angriffspunkte. Arg! Arg, denke ich mir auch. So, kurz, mein Spielzug ist vorbei. Und dann Zwangsevakuierungsgerät, aber er hat keine Monster mehr, die er spielen kann. Großartiges Deck, ich bin hart beeindruckt. Dann spielen wir mal noch ein W-Flügelkatapult oben drauf. So, auf
fusionieren müssen wir gerade nicht wirklich was, ne? Das ist gerade nicht hilfreich. 1500. 1700. Piu. 1800. Haha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Soweit nicht gut aus für ihn, aber wie gesagt, der spielt hier auch so gut wie nichts. Was ist denn das hier? Achtung, kleiner magischer Vorhang. Ja, jetzt lohnt sich das ja auch mal sowas zu benutzen. Zwar nur noch 400 Lebenspunkte dafür bezahlen muss. Ich muss aber leider da direkt ein Zwangsverfügungsgerät reinketten, bevor irgendwelche Zauber damit aktiviert. Also. Sorry und so. Ja, Zwangsverfügung. Ganz wieder haben, deinen komischen Magier. Cool, das war ergiebig. Ein Monstertor. Wir gehen mal sicherheitshalber in die Verteidigung. Nur für den Fall eines Falles, dass jetzt noch irgendwas Fieses kommt. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass er irgendwas spielen kann. Wahrscheinlich irgendwie zwei Kreise der Magier so da hinten. Du gewinnst! Das war hochkompliziert und schwer. Bomb, bomb. Gordon sitzt da gelangweilt auf der Hand rum. Sieht keinen Einsatz, armer Kerl. Junge, das ist wirklich ein beeindruckendes Deck. Es ist sehr gut aufgebaut. Das ist Makeshift, okay? Ich hätte gerne andere Karten drin gehabt, aber ich konnte nicht. Wenn wir gerade hier vorbeigehen, speichern wir nochmal gerade. Lieber Bootleg Yugi als die zwei Typen, die im 2009 in der Bar auf dich gewartet haben. Waren das die Burner? Oder welche? Das waren irgendwelche super nervigen Stalling-Decks, beide, ne? Ich meine mich zu Ende, in 2009 waren um die Bar herum nur Stalling-Decks. Alle mit so großartigen Karten wie Stolpern und Gravity Bind und was nicht alles. Ja, dann schauen wir mal, was er hier ist. Der Gene. Na gut, ich erweise dir die Ehre, dich mit dem größten Duellanten dieser Sphäre zu duellieren. Und wenn wir die beiden hier vorne besiegt haben, dann können wir vielleicht mal wieder das Deck wechseln, damit wir Chaos vom Band nicht permanent jetzt benutzen. Ich glaube, wir haben es langsam genug eingespielt. Auf in den Kampf. Er hat sogar 1280 Punkte. Vielleicht kann er ja irgendwas und spielt keinen riesen Steinsoldaten. Okay. Könnte besser sein. Oh, das ist eine gute Kombi. Wir setzen mal einen Tiger Flieger. Spielen bleib an. Was passiert? Ist auf Standby gegangen oder was? Yurakidino. Okay. Da nicht durch. Das ist ein Empfänger, oder? Ja, das Viech ist in der Tat ein Empfänger. Arg, du Eumel! Ey, er hat unseren Spruch geklaut. Verkehrt. So, Falle. Fluch der Finsternis. Immer wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, erhält der kontrollierende Spieler dieser Zauberkarte 1000 Punkte Direktschaden. Okay. Wir können Zauberkarten auch einfach abwerfen. Auch immer eine Option. Ja, wenn wir sowieso nicht zaubern dürfen, dann machen wir das doch einfach, ne? Beschwörermönch. Schmeiß mal unseren Spalt weg. Ist aber merkwürdig, dass ein Handy in Standby geht, wenn ein aktiven Stream laufen muss, oder? Dann müsste es doch quasi als gerade aktiv gelten. Merkwürdig. Holen wir hier so einen coolen Nebeltalsoldaten raus, Mr. Beschwörermönch. Und dann können wir einfach ein bisschen kolossal kämpfen. Synchro, what? Zack, kolossaler Kämpfer. Könnte, ja, komm. Wir haben leider keine Verteidigung dafür, wenn er jetzt gleich angreift, aber hey. Go, go, kolossaler Kämpfer. Hauen wir den Damage raus. Bringen wir den Schmerz. Haha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Entweder wenn er nicht zerstören sollte, haben wir ein W in Kombo dazu. Oder einen Breaker, den wir auch spielen könnten. Okay, er will ihn zerstören. Es ist ein Kartenkavallerist. Das Ding ist ja offenbar auch noch nicht gebannt. Arschiffs. Okay, schönes Deck. Killt dann unseren armen Dija-Flieger.
Aber dafür haben wir da gleich einen extrem schwachen Kartenkavalleristen auf der gegnerischen Seite liegen. Naja, Zwangsevakuierung. Dann nutzen wir doch so lange die Macht des Breakers. Let's go, Breaker. Und ja, ne? Killen dieses Viech mit 400 Angriffspunkten mal eben schnell. Batz. Ist ja schön, dass er so weit hier einen Angriff hinlegt. Ich meine, dafür darf er eine Karte ziehen, weil der Kartenkavalier das absolut imbar ist. Ah, und Breaker greift dann auch nochmal an. 1100. Haben wir doch schon fast. Das Zwangsevakuierungsgitter sollte eigentlich eine nette Absicherung sein. 7700 Lebenspunkte und noch so ein Gords auf der Hand. Ja, insgesamt sehe ich da gute Karten für uns. Oh, eine Zauberfallenkarte. Vielleicht noch mal Breaker noch benutzen. Erstmal geben wir ihm sein Münsterlein da wieder. Das ist der Turm von Babel. Oh nein, nicht der Turm von Babel. Was ist denn da für ein Deck? Ist das ein Anti-Zauber-Deck, das selber keine Zauber spielt, aber darauf spielt, dass wir trotzdem Zauber aktivieren? Wir brauchen ein extrem spezifisches Deck, um sehr anfällig gegen sein Deck zu sein. Weird. Das sind alles nur ganz komische Duellanten platziert in der Stadt. Du gewinnst. Siegesbonus, Duellantenbonus, mehr CPU Siegebonus, Bonus für mehr Kampfschadenbonus, Bonus. Sam, einen wunderschönen guten Abend, mach dir bequem. Willkommen im Stream. Das kann nicht sein, weißt du warum? Weil ich in der weil ich der größte Duellant dieser Sphäre bin. Ha. Ja. Ja, genau. Du mich auch. Flabbidisk, vielen Dank fürs Folgen. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal unser Deck. Damit wir nicht zwischendurch jetzt nichts anderes mehr sehen als Chaos von Mantz. Lesen wir mal zwischendurch unser Krüppelkrieger-Deck wieder rein. Ist hier irgendwas drin, was ich jetzt eigentlich verändern wollen würde? Ich könnte theoretisch mehr glänzende Elfen haben, wenn ich wollte, in diesem Deck. Inzwischen haben wir mehr davon. Wie sah denn überhaupt so das Lichtvolumen hier aus? Kann man nur die Idee der Kriegerin mitrufen. Insgesamt ist er vielleicht nicht schlecht. Sollen wir noch einen davon eher haben? Die Viecher waren Empfänger, also an sich so nicht schlecht zu haben. Wie viel Erde haben wir tatsächlich für Gigantes? Relativ viel. Das ist im Endeffekt auch für den Freed. Krüppelkrieger-Deck ist auch ganz schön krüppelig. Kann ich nicht anders sagen. Vielleicht tun wir mal einen lebendig heimkehrenden Krieger weg. Die sind zwar auch ganz nett, die lebendig heimkehrenden Krieger. Wobei wir haben super wenig Zauberfallen hier, oder? Uff. Ach, das Mond ist für den nächtlichen Angreifer.